Guten Abend, etwas erschreckend. Es gibt eine Studie. Ich bin eigentlich ganz anders auf eine ganz andere Studie scharf gewesen, aber es gibt nebenbei eine Studie. Distanzunterricht ist schlecht. Ich meine, das haben wir ja alle geahnt. Und zwar, das sei so gut wie nichts tun. Ich komme gleich darauf zurück und was das mit der Unbildung wieder mal zu tun hat. Aber klar. Vielen Dank an Akademie Radi. Ich bin auf dieses Ding gespannt gewesen und zwar Bürger gescheitert, Länder rücken Studie zu Corona an Schulen nicht heraus. Und diesem Link bin ich gefolgt und Radi sagt dazu, das sind keine Volksvertreter, sondern Volksverräter. Ja, ist klar. Diese Studie heißt wirklich so, wie Radi geschrieben hat, ne? Und leider findet man nicht viel darüber. Bloß mal die wichtigsten Stellen, was da in der Studie so los sein muss. Die große Frage ist, wieso halten die Länder zurück, was Ihre 2020 im Auftrag gegebene Studie zum Infektionsgeschehen in Schulen verrät. Es wurde nämlich Anfang August, beginnt in ersten Bundesländern wieder die Schule. Und jetzt, ja, wollen die Eltern und Lehrer und alle möglichen Leute mal wissen, was ist denn bei der Studie rausgekommen? Ist es denn schlimmer oder schlechter oder besser mit dem Infektionsgeschehen? Das ist auch eine wichtige Textstelle aus der Studie. Lassen sich Schlüsse zum Infektionsrisiko an Schulen ziehen. Und auch wie es sich senken lässt. Ja. Oder werden Ergebnisse zurückgehalten, weil sie KultusministerInnen und so weiter vor den Wahlen nicht in die Agenda passen? Die Untersuchung ist mit Steuergeldern bezahlt. 167.000 Euro, 300 noch was. So. Jetzt kommt nichts weiter Interessantes. Also da fordert ein Hamburger Vater etwas an und der fragt dann auch, also kurz zu den Fragen. Was ist zum Risiko herausgekommen? Was wird empfohlen? Das wollte er bloß wissen. Tritt die Studie Aussagen zum Effekt von Schulschließung? Trifft die Studie Aussagen zum Effekt von Schulschließung? Oder zumal die Schulen ja Hotspots im Herbst sein sollten. Ne? Hat alles nicht geholfen, ist nicht bei rausgekommen. Ich habe dann gesucht, irgendwie nach der Studie und habe durch Zufall natürlich, und jetzt zum Eingangsthema, was gefunden. Gruselig. Fast wie nichts tun. Eine Studie stellt Distanzunterricht schlechtes Zeugnis aus. Leider wieder hinter einer Bezahlschranke, aber kurz die Schlagzeile, die Unterschlagzeile: Schüler verloren laut einer Studie allein im ersten Lockdown so viel Wissen wie sonst nur in wochenlangen Sommerferien. Trotzdem könnte es im Herbst so weitergehen. Klar, gut, hier steht nichts weiter Wichtiges. Bloß, dass es eben so weitergeht. Mal ganz kurz zu dem Thema, warum sowas überhaupt passieren kann. Ich zitiere nochmal aus dem Buch. IQ ist nichts und Unbildung ist alles. Wenn man nach Tagen oder Wochen versucht, das Gelernte zu verstehen, beginnt man beinahe bei Null. Selbst wenn man es vor der langen Zeit schon verstanden hatte. Ich mache mal eine kurze Einfügung. Typisch ist doch für die Schüler, dass sie sagen, oh verflucht, morgen schreiben wir eine Arbeit, setzen sich eine halbe Nacht hin oder eine ganze Nacht und denken dann, sie hätten das dann irgendwie gelernt. Sie haben sich dann so überfressen mit Wissen, dass sie, ja, dass das Gehirn das sozusagen schnell wieder auskotzt. Und kaum haben sie dann irgendeine Arbeit oder Klausur geschrieben, dann ist das alles raus. Vergessen, vorbei. Und dieses Vergessen, das grundsätzliche Vergessen überhaupt, dass man so komisch rangehen muss, darüber nur einen ganz einfachen Tipp. Das einzige Mittel, Gelerntes zu behalten, ist das tägliche und zeitnahe Wiederholen, weil man sich dann noch daran erinnert. Dadurch, dass die Kinder an einer soliden Schule, also jeden Tag das Gelernte nachmittags wiederholen, es sind nur wenige Minuten nötig. Vergessen Sie es nicht. So einfach ist auch das. Hatten Sie in Ihrer Schule gelernt, wie man effektiv lernt? Sind die Leute immer wieder erstaunt über die guten Leistungen? Ne? Gut, ich werde vielleicht das nächste Video noch darüber machen. Wir haben im Moment mit der soliden Schule ein kleines politisches Problem. Und da brauche ich mal die Hilfe von den Eltern, Schülern, weniger erstmal von den Eltern, die sind größer und die können das schon besser. Aber das jetzt erstmal bis dahin, das soll es mal gewesen sein. Also wichtig, Studie hin, Studie her. Wir ahnen schon, was dabei herauskommt, bei der Studie, was ich angesprochen hatte. Nicht jetzt bei der hier, sondern bei dieser Länderstudie. Da stimmt doch wieder mal was nicht. Also Leute, ich sag nur, jeder an seinem Platz und macht was. Aber macht's gut, ne? Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Tschüss, tschüss.